Stark gemacht von Taylor Booth. Dann rutscht etwas weg. Fahne geht nach oben. Dorhugi. Ohne Sieg. Also das ist eine Abwärtsspirale, die schon erstaunlich ist in dieser Ausprägung. Der Großteil drüben in der Nähe von Penz und Co. Und Taylor Booth bricht mal wieder durch. Guter Ball auf Kofi Schulz. Gute Chance. Den Ball ins Tor zu spielen. Booth. Aber Junusovic hat zu spät auf den Einfall des Kollegen reagiert. Auch jener von Blaunsteiner wurde verlängert. Der ist aber gar nicht dabei. Interessanterweise. Das war ein schöner Pass. Schöne Drehung von Booth. Aus 8er und 10er, dass George Davis noch weiter vorne spielt. Gemeinsam mit Dorhugi. Mit solchen langen Bällen vielleicht. Der war wirklich gut. Taylor Booth. Unglaubliches Tor. So einfach. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich. Können nur von der linken Seite. Diesmal eine Variante, die erste am heutigen Tag. Und dort gibt es weitere Einwechselspieler bereit. Da wird es also in Kürze wohl einen neulichen Wechsel geben. Aber mal ist Pokorny hier am Ball, der Slowake ansonsten eigentlich gesetzt auf der Sechser-Position, die Leihgabe von Salzburg. Großartiger Fußballer, viel Talent. Großes Pöltner. Da schien mir eine Abseitsposition zu sein. Ball ist im Tor. Duell der Taylor Booth. Nach diesem Ballverlust, der starke Antritt von Taylor Booth, bekommt er Unterstützung. Gibt es noch die Möglichkeit für St. Pölten? Gut gespielt von Pokorny. Weiter für Booth. Booth, schönes Dribbling. Schulz. Wieder TT und dann Taylor Booth. St. Pölten führt. Endlich hat die Admira so eine Konterchance wirklich zu Ende gespielt, wenn auch auf Umwegen. Guter Ball von Taylor Booth. Dorugi und da ist Scheiner. Ich bin seiner Meinung, habe allerdings meinen Würgereflex im Griff. Wir haben auch gesehen, dass Neven Subotic wahrlich nicht. Also das war jetzt ein plumper Versuch von Vorsager, einen Freistoß zu schinden. Da liegt Referee Lechner absolut richtig, weiterspielen zu lassen. Booth, wirklich gelungene Flanke. Diesmal hat es Blaunsteiner versucht. Knapp davor vielleicht getroffen wurde, weil das Spiel geht weiter über Taylor Booth. St. Pölten, jetzt muss er auf Halper spielen. Halper! Und St. Pölten kommt mit Taylor Booth. Und das Thomas Silberberger noch zur Verfügung hat in dieser Partie. Der 47-jährige Chefcoach musste ja noch nicht wechseln. Robert Ibertsberger dafür schon doppelt verletzt. Für Schulz. Der Ball kommt noch an bei Taylor Booth und das ist das Tor! Samuel Tete mit dem 1:0. Taylor Booth, lange nicht in Aktion gewesen. Der Pass auf Hugi war gut. Dorhugi! Es gibt schon Möglichkeiten. Schau mal, was er macht. Taylor Booth auf Alexander Schmidt. Für die Ausgangslage um 180 Grad verändern.
Taylor Booth.